Moin Jungs, Ailey's back und willkommen zur 1286. Folge meines Minecraft Nostalgie Let's Plays. Habe ich bei der letzten Folge 55 gesagt? Ich habe das gerade irgendwie. Ich musste auch hier das zweimal aufnehmen, weil ich irgendwie das falsch gesagt habe. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Aber wir sind hier. Wir haben immer noch die neuen Mods. Ich habe tatsächlich gestern schon es geschafft, die in die Beschreibung zu tun. Das heißt, die sind auch heute selbstverständlich da wieder drin. Selbstverständlich ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ja. Ich habe gerade ganz spontan eine Idee bekommen, was wir jetzt hier mal machen könnten, weil wir haben ja hier diese leere Fläche. Ich würde hier natürlich gerne noch einen Kirschbaum hinpacken, aber wir werden jetzt vor allem auch einfach mal, zack, okay, ja, das ist jetzt ein blöder Anfang, bisschen cringe-Brudi, aber machen wir einmal so und dann machen wir so, dann passt das auch mit dem Übergang. Und dann gehen wir nach hier. Dann gehen wir vielleicht nach hier. Machen logischerweise hier auch wieder einen Stein rein. Dann nach hier. Und hier. 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 Die haben wir natürlich nicht dabei. Das ist super toll. Dann so. Und dann von mir aus so. Die beiden kommen weg. Da kommt einmal so einer hin, einmal. Oder? Nee, warte. Wir machen den Endeside hier hin. Hier machen wir eine Treppe hin. Hier machen wir einen Cobblestone hin. Hier machen wir logischerweise einen Fullblock und hier auch. Hier machen wir noch einen Slab hin. Und dann machen wir vielleicht hier noch eine Treppe hin. Und dann sieht das eigentlich ganz so nice aus. Dann haben wir hier noch einen kleinen Felsen. Okay, das sieht jetzt ein bisschen aus wie eine Couch. Aber wir könnten den einfach weglassen. Oder wir machen so. Setzen hier nochmal so ein Ding hin. Das können wir machen. Haben wir hier nochmal einen kleinen Felsen. Das ist einfach nur ein kleines Detail hier noch zu. Finde ich, ist eigentlich ganz schnuckelig. Die Wörter heute wieder. Hier könnte man... Ich setze hier jetzt auch noch einen hin. Wisst ihr warum? Weil es geht. Weil es meine Welt ist, weil ich da Bock drauf habe. So. Zack, zack, zack. Zack. Von mir aus machen wir dann hier noch einen Bullblock hin. Dann vielleicht den hier hin. Den. Und. Dann den hier. Und den hier. Und den hier und den hier. Und den hier. So, haben wir auch hier noch einen kleinen Felsen. Und in der Mitte packen wir jetzt noch zwei wunderschöne, falls ich sie finde, Kirschblütendinger hin. Ja, so sortiert man. Ich muss mich da immer noch so dran gewöhnen. Ich kann mir auch echt vorstellen, dass wenn man das zu oft macht, gerade am Anfang, dass einem dann wirklich schlecht wird. Aber guck mal, jetzt können wir endlich diesen Move machen. Und dann fast drauf gehen. Lass mich nicht lügen. Ich meine, da sind noch zwei. Das ist ja, okay. Ich wollte gerade sagen, da sind noch zwei. Das ist ja perfekt. Aber wir haben natürlich auch noch ein, zwei weitere. Wen wundert's? Dann machen wir das vielleicht noch so, dass wir auch ein paar Pionies dazu packen. Da kommen ja einfach alle davon mit. Ich dachte auch eigentlich, dass ich hier noch eine Kiste habe, wo irgendwas Unnötiges, also nicht unnötig, aber halt so Grünzeug drin ist. Sehe ich jetzt gerade aber nicht so wirklich hier. Deswegen, ja jo, dann machen wir es erstmal nur so. Einmal den Move. Und genau das hier habe ich gerade auch noch bei Just Cause 3 gemacht. Echt, ich habe es damals, als es rauskam, echt geliebt, Just Cause 3. Hab's dann aber auch wirklich 3-4 Jahre wahrscheinlich mindestens überhaupt nicht gespielt. Und jetzt gerade bin ich halt mal wieder so ein bisschen drin. Und ich muss echt sagen, das ist schon echt ein geiles Spiel. Also, ich meine, ich habe es gestern schon gesagt, aber wenn ihr es nie gespielt habt, dann macht das mal. Das, ich meine, mittlerweile kostet das wahrscheinlich auch gar nichts mehr. Vielleicht 2-3 Euro. Ich weiß nicht, wahrscheinlich mehr, aber wissen tue ich es halt nicht. Und egal wie viel es kostet, ist es auf jeden Fall wert. Finde ich. Weil die Story, die ist jetzt wahrscheinlich nicht Oscar-verdächtig.
Aber darum geht es natürlich auch nicht. Da geht es darum, möglichst viel in die Luft zu jagen. Und das kannst du da auch. Ich würde auch sagen, das ist eins der besten Explosions-Simulationsspiele überhaupt. Und warum? Just Cause halt eben. Warum nicht? So, packe ich den letzten Setzling noch hin. Ich würde ihn eigentlich genau da gerne hin tun, wo wir das Gras hingetan haben. Egal. Dann holen wir mal eben ein bisschen Bone Meal, falls wir überhaupt noch welches haben. Ich weiß es gar nicht. Man muss sich echt noch so ein bisschen dran gewöhnen. Ich habe natürlich jetzt auch noch nicht den Mod mehr geholt, womit man das eventuell noch einstellen kann. Aber auch allein einfach nur runterfliegen auf dem Boden, um zu landen, ist auf jeden Fall was komplett anderes. Ich hatte auch immer mal die Idee für einen Elytra-Landungsmod. Weil ich habe irgendwann mal ein Video gesehen, ich weiß gar nicht, was das war, wo eine Animation von Minecraft war, wo dann so ein Typ, ich kann euch das jetzt natürlich schlecht zeigen, aber der ist dann so normal geflogen mit der Elytra und hat dann auf einmal, man ist ja so flach, ne, also man ist ja so. Und der hat dann quasi auf einmal die Beine nach unten gemacht, hat noch so einen kleinen Schwung genommen und ist dann auf den Beinen einfach gelandet und das war's. Ah ja, und nebenbei, Minecraft ist 15 Jahre alt geworden am 17. Mai und dafür gibt es ein besonderes Cape. Also generell gibt es jetzt gerade 15 Tage irgendwelche Belohnungen, aber die meisten sind halt nur für Bedrock, wo ich mir denke, ist das euer Scheiß ernst? Aber die Belohnung gibt es jetzt halt für alle. Und zwar ein... Warte. Ein Creeper Cape. Na, wie kann ich es euch zeigen? So, hier. Ein Creeper Cape. Finde ich, sieht extrem cool aus. Leider sieht man halt jetzt meine Maske darunter nicht mehr. Da ist sie. Aber ich weiß ja auch nicht, wie lange ich das hier noch tragen werde. Das kann man ja auch einfach wieder ausmachen. Deswegen, die Maske bleibt natürlich da. Man sieht sie halt im Moment noch nicht so wirklich. Aber finde ich ziemlich cool. Mal wieder ein Cape, weil das andere, was es da früher gab, das finde ich echt hässlich. Und es gab irgendwann noch so ein Special Cape, aber das habe ich irgendwie verkackt zu kriegen. Deswegen habe ich das nicht. Und ich war nie bei einer Minecon, weil als ich da noch hingehen wollte, war das immer, als ob ich dafür jetzt nach Paris oder was war. Und ich glaube, mittlerweile gibt es ja gar keine mehr, seit Corona. Deswegen, mittlerweile würde ich es auch nicht mehr machen wollen. Ich meine, es gibt noch irgendwas, wo du halt dann hauptsächlich noch YouTuber und so treffen kannst, die halt von Minecraft quasi ausgewählt wurden. Aber da ist auch genau das Problem. Die meisten davon will ich gar nicht sehen. Und die meisten davon kenne ich auch gar nicht. Warum wächst der nicht? Der wächst schon, also ohne Witz, seit Jahren nicht. Ich würde nur gern wissen, warum nicht. Es kann ja nicht an diesem Zaun liegen, oder? Ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es an diesem Zaun. Okay, lass mal es nochmal versuchen. So. Okay, es lag an einem Zaun. Wow. Ist das dumm. Ich weiß gar nicht genau, wie das jetzt ging. Ich meine einfach... Scheiße, wie habe ich das denn jetzt gemacht? Ich sag mal so. Ja, wird schon stimmen. Zack, fertig. Dann setze ich hier mal wieder eine Poppy hin. Immer noch beste Bäume. Die Kirschblütenbäume. Die wachsen nur blöd. Das finde ich, haben sie echt verkackt. Die Art und Weise, wie die wachsen, was die für Formen haben und wie selten es verschiedene Formen gibt oder wie oft du zweimal die exakt gleiche Form nebeneinander hast, finde ich echt blöd. Weil bei den anderen Bäumen, so Oakbäume, die haben gefühlt alle dieselbe Form, aber bei Oakbäumen erwartet es auch keiner. Weil erstens ist es seit 10 Jahren oder 15 Jahren so und Oakbäume sind halt jetzt auch nicht wirklich schön. Oakbäume sind da und Oakbäume brauchst du. Aber keiner sieht irgendeinen Oakbaum. Sag mal ganz oft Oakbaum, Alter, wirst du auch bescheuert. Keiner sieht irgendeinen Oakbaum und denkt sich, Alter, das ist der schönste Baum, den ich je gesehen habe. Aber bei Kirschblüten kann ich mir das schon eher vorstellen.
So, okay, das sieht doch ziemlich nice aus. Ich bin gerade noch am Überlegen, ob es irgendwo eventuell eine Stelle gibt. Ich nehme mal lieber die Raketen aus der Hand. Au, au, au. Also, das ist echt noch eine Übungssache. Ich bin am Überlegen, ob es irgendwo sonst noch eine Stelle gibt, wo man vielleicht noch so einen kleinen, aber feinen Felsen reinbauen könnte, weil wir haben halt gerade noch die Materialien dabei. Aber hier will ich es eigentlich auch nicht, weil ich es hier eigentlich ganz cool finde und das auch nicht passt, weil wir ja hier eh so ein Custom-Terrain haben. Das wird das dann, glaube ich, nur stören von der Optik auch einfach. Und vom Gefühl. Ah, so geht das jetzt. Okay, du musst mit WASD kannst du jetzt nach links und rechts, weil normalerweise würdest du ja einfach mit der Maus das machen. Und das geht halt nicht mehr, weil wenn du das mit der Maus machst, dann dreht er sich halt. Und das geht halt jetzt mit WASD. Okay, gut, das hatte ich mich nämlich echt gefragt, weil das fand ich echt nervig, dass das nicht geht. Und wenn man den, die Menge davon vielleicht noch so ein bisschen anpassen kann. Alter, jetzt kann man ja richtig cool fliegen. Okay, nice. Man muss nur dran denken, dass man dann, um wieder nach oben, trotzdem das mit der Maus machen muss. Okay, cool. Guck mal, jetzt, es geht. Da ist eine Lernkurve dabei, ich sag's euch. So, jetzt ein bisschen nach oben, damit wir nicht den Baum mitnehmen. Und einmal drehen. Und in den Baum. So. Geil. Ich feier's. Ich bin froh, dass das endlich geklappt hat. Und ich finde auch extrem schön hier gerade diese Sonnenuntergangsstimmung. Guck dich das an. Obwohl die Sonne steht eigentlich noch sehr hoch, aber wenn du dir so hier die Bäume anguckst und den Berg, der ist schon gut angestrahlt. Ist schon schön hier, oder? Auch einfach mal appreciaten. Außer vielleicht das Starterhaus. Das ist jetzt nicht so schön. Aber es gehört halt dazu, deswegen lassen wir es so. Und der Kirschbaum da ist jetzt auch nicht der allerschönste. Aber sonst haben wir hier schon echt ein schönes Fleckchen Erde uns geschaffen, aber sind natürlich auch schon ein kleines bisschen dabei. Ne, das dauert und auch so eine gewisse Zeit. So, okay, dann lass mal gucken. Was kann ich denn? W und S geht nicht, aber mit A und D kann man sie jetzt so steuern. Okay, das ist ziemlich nice. Da könnte man halt wahrscheinlich wirklich mal so eine Montage draus bauen, aus so coolen Flugmanövern. Und apropos diese FPV-Drohnen. Bei mir ist vorhin eine über den Garten gezischt. Weil ich wollte was drüben holen. Und auf einmal höre ich so und guck in den Himmel und sehe so nur so zwei rote Lampen vorbeizischen und einmal so die Richtung ändern. Und ich habe gedacht, Alter, wie cool. Und ich wusste, dass der Sohn von einem Nachbar von hier eh eine Drohne hat, aber halt nur so eine normale, so eine Cinematic-mäßige. Und nicht, dass er eine FPV-Drohne hat, aber macht natürlich dann auch Sinn. Bis zum. Oh nee! Ihr sagt auch nichts, stimmt! Scheiße, die Elytra ist wieder hin. Ah, nö, oder? Weil da war auf einmal, war das so, gerade habe ich gemerkt, dass die Kamera nicht mehr dieses Cinematic-mäßige gemacht hat, sondern wieder so schnell reagiert hat. Und dann habe ich schon gedacht, was ist jetzt los? Und dann, ach ja, die hatte gestern schon nur noch 50 Durability. Das ist blöd. Da war ein Enderman am Werk. Okay, dann gehen wir mal eben eine andere holen. Und dann gehe ich mal ins End. Auch wenn ich gerade tatsächlich sagen muss, ich habe ein bisschen Schiss mit der neuen, also mit der Mod, mit der Elytra-Mod, jetzt ins End zu gehen. Weil, ich sag mal so, auf so einem 1 Meter oder 1 Block breiten Streifen aus Blättern zu landen, ist dann doch nochmal was anderes, wenn man so fliegen muss. Man kommt halt auch einfach nicht runter, ne? Das ist noch auch so eine Sache, die ich noch lernen muss, wie das am besten geht. Aber ja, wir fliegen jetzt noch da eben hin. Es wird wahrscheinlich so sein, dass ich das eh zwischen den Folgen dann mache, einfach weil ich jetzt dann da bin. Also weil es noch dauert, bis wir da sind und dann ist hier die Folge sehr wahrscheinlich ja lang genug. Aber wir gucken mal. Ich habe ja auch eh ein paar andere Sachen noch. Die Ho könnte ich mal wieder heilen und so weiter. Aber ja. So. Komm. Komm. Lass mich doch hier runtergleiten. Wir müssten das eigentlich nochmal anpassen, dass das ein größer ist.
Weil so ist es echt doof. Hui. Etwas mehr als zwei Raketen. Ich wollte jetzt auch nicht verschwenden, sonst hätte ich noch eine gemacht, aber dann wären wir eh nur gegen die Wand geknallt. Das muss ja nicht sein. So. Guck mal, wir haben eine Minute gebraucht, wir sind immer noch nicht da. Also von daher. Ja, das kann ich auf jeden Fall dann zwischen den Folgen machen. Ich würde auch sagen, tatsächlich, falls ich hier irgendwann nochmal Bild bekomme. Ach ja, lol! Ich dachte gerade, ich mache das dann einfach unten in dieser kleinen Dings, wo man halt spawnt, wenn man ins End geht. Aber logischerweise haben wir das hier ja gar nicht. Wir sind ja da außen gespawnt. Okay, dann muss ich jetzt gucken. Ich habe keinen Bock, Enderman anzugucken. Hab ich wirklich keinen Vertrag mit? Okay. Ey, ich hab so Schiss, da jetzt zu landen. Oh. Da ist es nicht geil mit dem Mod, da sage ich euch jetzt schon. Das würde ich 10 out of 10 not recommend. 10 out of 10. Oh, der hat eine. Da. Okay, komm mal her. Ja, komm. Lappen. Okay. Wenn es euch gefallen hat, sehr gerne Like und Abo da lassen. Vergesst nicht, euch das Cape zu holen. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merke, es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner Hand.